Es geht einfach da weiter, wo man zuletzt aufgehört hat. 27. Asphaltmassaker. Wir nehmen es natürlich nicht ernst, ist ja ganz klar so, Farid Bang. Dementsprechend wird es auf jeden Fall Antworten geben. In jedem zweiten Track, würde ich sagen, kommt mal so der Name ab und zu mal vor. Farid Bang habe ich nicht mal mitgekriegt. So ein Typen etwa, also ich wüsste nicht mal, wie der aussieht. Ich weiß, dass der aussieht wie eine Nase. Das ist wie so eine Treppe, weißt du? Und er steigt die Treppe immer weiter hoch. Junge Herr bringt 27. sein Album. Ist es kontinuierlich hart gerappt, hart gedisst, in Arsch gefickt. Aber cool, Mann. Ich meine, es ist auch Rap, soll er mich Business drin. Ist halt wie ein Peach dann, weißt du, so ein richtiger Hurensohn. Wenn du dich daran profilieren möchtest, einen anderen Menschen zu beleidigen, etwas Schlechtes und so. Und euch darüber amüsiert habt, dass ich auf Platz 56 gegangen bin und er in den Top 10 gegangen ist. Das Spiel, es kann sich alles sehr schnell drehen und heute ist der Tag gekommen. Dass diese Typen nicht wirklich so krass bei uns eine Rolle spielen. Wenn jemand bei mir vor der Haustür steht, so dann fick ich ihn, ist mir egal. Weil wir sonst nichts zu erzählen hätten. So. Ich will mit den Typen in einem Raum sein. Fick Farid Bang, Alter. Wenn ich euch nicht erwähnt hab, fand ich euch wack, bevor ich Farid Bang hör ich Moneyboy Swag. Ich wollte Flair seine Karriere zerstören und da die ein oder andere nette Dame wegzuhören. Leute beleidigen, Stress machen. Ich scheiß auf alle. Ich scheiß auf jeden in der Szene. Jeden wo werben und wo gesagt wird, der ist der Überrapper. Dass ich einfach besser bin als der. Nee, aber am Ende des Tages, Respekt für den Erfolg. 56. Na, Bombe, ist gut. Top. Und wir werden dann verkauft auf Platz 56, 2000, 5000.